aufstehen zum Gebet. Unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, Herr, dass wir hier sein können, Jesus Christus, um dein Wort zu hören, Herr. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, Herr. Ich danke dir, dass du durch uns wirkst, Herr, durch das Wort, Herr. Und ich übergebe dir, Herr, das Wort, Heiliger Geist, wirke du durch mich, spreche du durch mich, Herr. Dass das Wort jedem persönlich sein wird, Herr. Dass jeder was davon nehmen kann, himmlischer Vater, Halleluja, insbesondere ich, Herr. Ich danke dir, himmlischer Vater, Halleluja, Herr, wir segnen nochmal Jesus Christus, unsere Pastor Antonina, Herr, Jesus Christus, die dort in Nigeria ist, bei dieser Konferenz, Herr. Wir segnen auch die anderen Pastoren, die dort sind, Herr. Wir segnen sie dort, Herr, für diese glorreiche Zeit, Herr, dass sie, Herr Jesus Christus, das bekommen, was sie haben wollen, Herr, von dir, das, was du für sie vorbereitet hast, Herr. Wir segnen jeden, der heute hier erschienen ist, Herr, der diese Entscheidung getroffen hat, hier zu sein, Herr, um dieses Geschenk anzunehmen, was du für ihn vorbereitet hast, Herr. Wir segnen, Herr Jesus Christus, diese schöne Atmosphäre, dass wir uns jetzt in sie hineinfallen lassen, Herr, und einfach uns in diesem Wort, Herr, erquicken können, Herr, in diesem Wort uns stärken können für diese Woche, Herr. Ich segne an jeden von uns im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen. Ja, ich bin glücklich, heute hier zu sein. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich fühle mich total richtig gut. Einfach geborgen hier sein. Просто под этой защитой здесь быть. Und ja, ich bin natürlich dem Herrn dankbar für die Rhapsodie, die heute gegeben war. Я Богу благодарен за рапсодию, которая сегодня была. Die durch Pastor Christa geschrieben wurde. Которая была написана Пастор Кристом. Und ja, die ist perfekt eigentlich auf mein Thema. И она очень подходит к моей теме сегодня. Auch von Anja, was sie dazu gesagt hat. И то, что я Аня дополнила еще сказала. Ja, das hat genau das berührt, was ich heute sagen möchte. Это как раз то, что я хочу сегодня сказать. Und ich möchte dir eins heute sagen. Я хочу тебе сегодня одно сказать. Dass du von Gott berufen bist. Ты призван Богом. Du bist von Gott erwählt. Ты избран Богом. Und wenn du es mir nicht glaubst. И если ты мне не веришь. Wisst ihr, Gott hat genau dich. Von diesen Millionzellen hat er dich erwählt. И Господь именно тебя из этих миллионов клеток тебя именно выбрал. Dass deine Eltern dich bekommen haben. Что родители тебя получили. Wisst ihr, das ist so ein Privileg, dass Gott von wie viel Millionen dich genau erwählt. Вы знаете, такая привилегия, что Господь из всех миллионов именно тебя выбрал. Wisst ihr, gestern, wo ich saß, habe ich so überlegt. И когда я вчера сидел, я размышлял, dass tatsächlich Gott für jeden einen Plan hat. Что так и есть, что у Бога есть на каждого свой план. Wisst ihr, wie es auch in der Bibel geschrieben steht, ich kannte dich, wo du noch im Mutterleib warst. Как в Библии стоит, что я знал тебя, когда ты еще в утробе матери был. Wisst ihr, oft denken wir, es passieren Sachen, dann denkst du, wieso ist das jetzt passiert? И некоторые вещи происходят в нашей жизни, и мы думаем, почему это сейчас происходит? Aber es ist ein Plan. Но это план. Ich will dich einfach ermutigen, dass Gott für dich einen Plan hat. Я хочу ободрить тебя и сказать, что у Бога есть для тебя план. Es ist natürlich aber unsere Entscheidung. Но это, конечно же, наше решение. Ob wir ein Teil von diesem Plan sein möchten. Или мы хотим стать частью этого плана. Oder auch, dass er sich erfüllt. Или чтобы он исполнился. Deswegen ist es wichtig, dass wir nach Gottes Willen gehen, nicht nach unserem eigenen Willen. Поэтому это так важно, чтобы мы ходили по Божьей воле, а не по нашей воле. Deshalb möchte ich dich auch ermutigen, einfach nochmal diese Reihe, die wir in Predigten hatten. Поэтому я ободряю тебя все проповеди, которые мы имели уже. Ja, diese Geistlichkeit eines Menschen. Это духовность одного человека. Wie es in der Rhapsodie geschrieben steht, dass wir nicht nach dem Fleischlichen gehen, sondern nach dem Geistlichen. Как и в Рапсодии стоит, чтобы мы не по плоти ходили, а по духовному. Weil nach dem Geistlichen wirst du richtig handeln. Потому что по духовному у тебя будет правильное решение. Wisst ihr, nach dem Leiblichen sind wir so, wir können falsche Emotionen,
geben. Но когда мы действуем по плоти, у нас могут быть неправильные решения. Deswegen wollen wir halt einfach geistlich sein. Поэтому мы хотим быть духовными лучше. Ich möchte mit euch zum Anfang einen Vers lesen. И для начала я хотел с вами прочитать стих. Das ist in Markus Kapitel 8, 35 steht das geschrieben. Это Марка 8:35. Im Deutschen steht geschrieben, denn wer sich an sein Leben klammern wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Ибо кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. А кто отдаст жизнь свою за меня, Евангелие, тот сохранит ее. Wisst ihr, das ist so eine paradoxe Aussage sozusagen, die uns diese Wichtigkeit des Geistlichen aufmacht. Знаете, такое выражение, которое такую важность духовную выделяет и открывает. Wisst ihr, Menschen, die ein bequemes und leichtes Leben führen. Знаете, люди, которые удобную жизнь и легкую ведут. Und zum Beispiel bei der Welt Anerkennung suchen vielleicht. И когда в мире ищут подтверждение. Wisst ihr, das wird kein ewiges Leben sein. Вы знаете, это не будет вечная жизнь тогда. Weil wir wissen, alles, was von der Welt ist, das ist vergänglich. И так как мы знаем, что все, что от мира, это все проходит. Und auf der anderen Seite ist es halt diejenigen, die es finden. Also das, Entschuldigung. Sozusagen die um das Evangeliumswillen sozusagen ihr Leben verlieren. И те, которые за Евангелие свою жизнь отдадут. Sie werden es erhalten. То они получат ее назад. Wisst ihr, Jesus fordert einfach von uns, dass wir vollkommene Nachfolger für ihn sind. Иисус ожидает от нас, что мы полностью будем идти за ним. Ja, Gott möchte einfach diese Hingabe in uns sehen. И Господь хочет от нас именно эту преданность. Oder wie Anja damals gepredigt hat, für die Entschiedenheit vor allem. Как Аня когда-то в проповеди говорила за определение. Определение, genau, richtig. Ja, und das Thema von meiner Predigt, so habe ich das auch genannt, vom Nachfolger zur Jüngerschaft. И тема называется моя от Нахфольга от последователей к ученикам. Du bist ja ein halber Christ zu sein. Вы знаете, быть наполовину христианином. Das ist eine vergeudete Zeit. Это потерянное время. Das ist einfach dann zum Beispiel ein Lebensstil sozusagen. Это просто жизненный образ. Man trägt zum Beispiel, ist bei mir so zum Beispiel, ich trage halt gerne bei einem T-Shirt und da steht so wie Jesus ist King, Bro, ne, zum Beispiel. Это одно то, что если я ношу футболку и там про Иисуса стоит что-то. Auch eine Kappe, da ist ein Kreuz drauf. И также и кепку, где крест может. Aber wisst ihr, wenn ich das nur trage. Ну вы знаете, если я это просто ношу. Damit zu sagen, Gott, ich diene dir doch damit, das ist sowas wie eine Evangelisation. Das ist natürlich falsch, wäre das von mir. Das wäre sowas wie ein Fan. Dass ich nur Fan von Jesus bin, aber nicht dein Nachfolger. Я просто фэн, но не тот, кто идет за Иисусом. Genauso so, ich kann auch bei Instagram dann die ganzen Bilder posten, Bibelsprüche oder so, aber anders leben. И, конечно, я могу в интернете всякое выставлять и много выставлять, но жизнь моя совсем другая. In vielen Fällen sagt man dazu heuchlerisch sogar. И это просто... Ну это quasi ты говоришь, но не делаешь это. Ich kann es jetzt nicht auf Russisch sagen. Lizimieren. Aber genau, richtig. Aber im wahren Leben ist es wichtig, dass wir aktiv sind. Но в настоящей жизни важно, чтобы мы были активными. Ja, dass wir produktiv sind für den Herrn. Чтобы мы активно работали для Бога. Ja, dass wir einfach evangelisieren. Чтобы мы распространяли Евангелие. Ja, die Nächstenliebe vor allem. Чтобы любовь ближнему давали.
sagt, ich möchte keinen verurteilen, wenn er jetzt irgendwo, irgendwas trägt, sei es eine Kappe oder T-Shirt oder so. Wichtig ist natürlich, das auch als Christ aufzutreten. Wisst ihr, wir sind die Repräsentanten Jesu Christi auf dieser Erde. Wisst ihr, und dieses Wort aus Markus 8, 35, das wird fast sechsmal im Evangelium wiederholt. И знаете, это слово, которое мы читали, это 35 стих, Марка 8, он несколько раз повторяется. Ja, und da sehen wir einfach diese Wichtigkeit darin, ne? И мы видим, насколько важно это. Dass wir halt nicht nur Nachfolger von Jesus Christus sind, sondern dass wir auch aktiv und produktive Jünger sind. Чтобы мы не считали себя просто последователями Иисуса Христа, но также и действовали, как и Он. Wisst ihr, und dieser Vers, das ist wie so ein Schlüssel, der unser christliches Leben uns aufmacht. Wisst ihr, Jesus ist auf diese Welt auch gekommen, um nicht bedient zu werden, sondern zum Dienen. Unter anderem ist er hierhin gekommen, um den Willen des Herrn zu erfüllen. Он пришел на землю, чтобы исполнить волю Божью. Und ihn natürlich dadurch zu verherrlichen. И, конечно, прославить его через это. Das muss auch unser Lebensmotto sein. И в нашей жизни это должно быть так же. Wir müssen uns halt entscheiden, entweder Leben erretten. И мы должны принять решение жизни спасать. Oder Leben verlieren. Или жизнь потерять. Sozusagen entweder ich zentriert oder Christus zentriert, dass wir uns konzentrieren halt nur auf ich oder auf Christus. Aber wisst ihr, wir können nicht nur egoistisch sein. Das ist so, als ob wir einfach am Ziel vorbeileben. Знаете, так будто у нас есть цель, но мы мимо нее бежим. Und das ist einfach verschwenderisch. Это просто потеря. Wenn wir einfach das sehen. Ich möchte ein Beispiel erzählen nach der wahren Begebenheit. Я хочу пример рассказать, который был в жизни. Ich habe es jetzt die Tage gehört und mir wurde es ziemlich wichtig. Я на днях это услышал, для меня это стало очень важно. Und zwar geht es um einen indischen Evangelisten. Речь идет о индийском евангелисте. Wisst ihr, er ist mit seinem Begleiter ist in die Berge gegangen. Und со своим человеком, который его сопровождал, пошел в город. Und ja, sie sind während dem Spazieren sozusagen gehen wandern, sind in einen Schneesturm geraten. И когда они шли, настал шторм. Und wisst ihr, in der Ferne oder unten, wo die hingeblickt haben, sehen die einen Menschen liegen. И когда они шли и посмотрели на низ, они видели, что там человек лежит. Ich denke mal, dass er in diesem Schneesturm die Orientierung vielleicht verloren hat und dann abgestürzt ist. Я думаю, так что такой шторм был из-за снега, что он просто сошел с пути и упал. Wisst ihr, dieser Evangelist, der war natürlich sehr geistig und sehr erfüllt mit Jesus Liebe. И этот евангелист, которого видел, он был очень духовный человек и наполнен Иисуса любовью. Ich weiß nicht, ob der Begleiter auch ein Christ war oder weiß man nicht. Der Christ wurde direkt aktiv. Er hat gesagt, ich habe großes Mitleid, ich muss ihm helfen. Komm, wir gehen ihm helfen. Und der Begleiter hat das natürlich hat das nicht angenommen, sozusagen. Er hat das abgelehnt. Er hat gesagt, wir befinden uns selber in dieser Gefahr und wir können auch abstürzen. Er hat gesagt, das kann uns doch von uns jetzt keiner hier verlangen, dass ich mich selber in die Gefahr begebe. Doch wisst ihr, der Evangelist, der blieb bei seiner Entscheidung. И этот евангелист, он просто остался на своем решении. Wisst ihr, der Begleiter, der ging wütend einfach davon. И тот, кто сопровождал, он просто был злой и пошел дальше. Wisst ihr, der Evangelist ist runtergeklettert zu dem Verletzten. И евангелист, он просто спустился вниз к этому человеку. Er hat gelebt.
Und ich war живой. Und er hat sie ihn auf die Schultern so Art genommen, ich denke mal so wie Art, so Huckepack. И он его взял на свои плечи. Und hat den Berg hochgeschleppt. И тянул его в гору вверх. Ich denke mal, dass da irgendein Weg war. Я думаю, там какая-то, наверное, дорожка была какая-то. Wisst ihr, durch diese körperliche Anstrengung. Вы знаете, через это напряжение тела его. Das hat sie vom Erfrieren sozusagen bewahrt. Это спасло их от замерзания. Weil die davor natürlich, du warst im Schneesturm trotzdem gut angezogen, aber die waren, die hätten, es wäre eine Gefahr, dass sie erfrieren können. И несмотря на то, что они были хорошо одеты, но они все равно бы замерзли, это опасность была. Und durch diese Körperwärme sozusagen hat es sie, wie gesagt, davor beschützt, weil er diese Körperwärme auch an den Verletzten weitergegeben hat. И так как он нес этого раненого человека и сам напрягался, ему тепло было, и плюс этот человек еще на нем был. Если kurze Zeit später gingen die an einem Platz vorbei. И через какое-то время они проходили место, мимо одного места. Da lag ein anderer Mann. Там еще один человек лежал. Und dieser Mann war der Begleiter. И этот человек был тот, кто и шел с евангелистом. Wisst ihr, er ist verloren gegangen. Он был потерян. Er hat sich durch diese Müdigkeit gegen diesen Schneesturm anzukämpfen, hat er sich hingelegt und ist einfach erfroren. И он просто был устал уже идти против шторма и от усталости лег и уснул и замерз. Wisst ihr, da hat der Evangelist einfach diese Bedeutung verstanden. И тогда этот евангелист понял это обозначение. Aus Johannes 12,25, wir werden es nicht lesen. Dort steht geschrieben, wer sein Leben liebt, hat, er wird es verlieren. Это Иоанна 12,25 стоит, тот, кто свою жизнь любит, тот потеряет ее. Genau. Deshalb müssen wir halt unser Ich-Leben müssen wir aufgeben. Поэтому мы свое Я, моя жизнь должны оставить. Und Jesus als Zentrum halt in unser Leben lassen. И поставить Иисуса в наш центр нашей жизни. Если Jesus, er ist unser Ziel. Потому что Иисус есть наша цель. Ich weiß nicht, was du mit Jesus erlebt hast, als du dich bekehrt hast. Я не знаю, что ты пережил с Иисусом, когда ты покаялся. Wisst ihr, ich habe aber so eine starke, sozusagen, nachdem habe ich mich schon so lange gesehen, nach diesem Gefühl, frei zu sein. Ну, когда я покаялся, у меня такое чувство сильное было, что, которое я так жаждал долго, чувство свободы. Ich hatte so ein Gefühl, als ob ich richtig so einen schweren Rucksack einfach abgelegt habe. В тот момент я чувствовал, как будто такой тяжелый рюкзак, который сняли с моих плеч. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach alles ablegen, was uns hindert am Wachstum. Поэтому это очень важно, чтобы мы все сняли с себя, что не дает нам двигаться вперед. Um dieses Ziel zu erreichen. Чтобы достичь эту цель. Weißt du, wenn du das Weltliche ablehnst. Viele sagen, du verlierst dadurch, aber glaub mir, du wirst dadurch nur gewinnen. И когда ты мужское все отпадешь, и хотя бы мир будет говорить, что ты многое потеряешь, но поверь, ты очень многое выиграешь тоже. Wisst ihr, wie oft mir die Welt irgendwas versprochen hat, hat sie aber nicht eingehalten. Знаете, сколько мир мне в моей жизни обещал, но не сдержал. Wisst ihr, unser Lohn ist die Krone von dem Herrn. И наша заслуга – это корона Иисуса Христа. Das kann man einfach vergleichen, zum Beispiel mit einem Sportler, der sich sehnt einfach nach diesem Erfolg, ne? Der will unbedingt zum Beispiel diese Medaille gewinnen. Ne? Ja, er setzt mehr Kraft an, er tut seine Ernährung umstellen. Wisst ihr, und da ist dann der Sieg. И в этом есть победа. Ja, ich denke mal, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich habe noch keine Medaille gewonnen. Я думаю, это очень прекрасное чувство. Но я должен сказать, я еще медаль не выиграл. Aber wisst ihr, im Geist weiß ich einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Но в духе я знаю, что я на правильном пути. Ich habe diese Vorfreude, was der Herr für mich bereitet hat. И у меня уже такая радость, так как я знаю, что Господь что-то приготовил для меня. Ich habe vieles schon in meinem Leben abgelegt. И я многое уже в моей жизни отклал. Und ich bereue es nicht. И я не сожалею об этом.
Deshalb möchte ich dich auch ermutigen, dass du auch dein Leben einfach analysierst, was dich hindert, dass du es ablegst. И поэтому я хочу ободрить, чтобы ты сделал анализ такой, чтобы проверить, что тебе надо откласть еще. Also ich habe mich die letzten Tage viel mit dem Gebet beschäftigt. Знаете, я последние дни очень много размышлял о молитве. Ich habe einfach überlegt, was ist Gebet, was bringt das, was erfüllt das. Я просто размышлял, что есть молитва, что это дает. Eins habe ich auf jeden Fall verstanden. Ja, ну я понял. Das Gebet nicht nur einfach eine Kommunikation ist mit meinem Herrn. Это не просто коммуникация с моим Богом. Dass ich das nicht nur, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich zu ihm beten oder auch danken, wenn es mir gut geht. И не просто общаться с ним, когда у меня что-то плохое происходит, и также просто благодарить, когда у меня все хорошо. Sondern dass es auch ein Akt der Nächstenliebe ist. Это просто любовь ближнего также. Stell dir vor, du opferst deine Zeit. Представь, ты жертвуешь своим временем. Du betest ja für die anderen. Ты молишься за других. Du fastest für die anderen. Ты постишься за других. Das ist doch Nächstenliebe. Это же любовь ближнего. Deswegen sagen wir auch unter unserem Freundeskreis, der nicht groß ist. Поэтому я говорю между друзьями, как круг друзей, который еще небольшой. Wir sagen auch immer, Leute, sobald ihr irgendwas habt, ruft uns einfach an, wir beten gemeinsam für diese Sache. Мы им всегда говорим, если у вас что-то есть, звоните, пишите, и мы будем молиться. Das ist, wie gesagt, Gebet ist eine Opferbereitschaft. И как я уже сказал, молитва это просто жертвенность. Wie gesagt, wir hören natürlich viel vom Gebet, sei es durch die Predigten oder in der Bibel steht es auch natürlich geschrieben. Doch ich möchte dich heute davon überzeugen, dass der Herr auch heute das tut. In diesem wahren Leben. Ja, dass er durch dich das tun kann. Darin liegt die Kraft. И в этом есть сила. Durch den Heiligen Geist. Через Духа Святого. Und durch den Heiligen Namen Jesu. И через Святое имя Иисуса. Weißt du, wir haben einfach diese Macht und diesen Einfluss in seinem Namen. И у нас есть эта власть и влияние во имя Его. Wir haben einfach Übermacht, sage ich immer. И у нас сверхъестественная власть. Wir können einfach sagen, wir haben uns gestern mit Freunden getroffen. И мы вчера встречались с друзьями. Wir haben auch immer gesagt zu denen gestern, dass ihr könnt Einfluss auf diese Situationen haben. И мы им также рассказывали, говорили, что вы можете над этой ситуацией сейчас власть иметь. Wie es in diesem Film heißt, War Room. Как и в этом фильме «Комната войны». Wenn du den nicht gesehen hast, empfehle ich dir das zu gucken. Если вы не видели, то посмотрите обязательно. Dort war die Frau einfach nicht mit der Situation einverstanden. Там женщина была, которая была с одной ситуацией не согласна. Und Gott hat ihr diesen Willen gegeben. И Господь дал ей эту волю, zu entscheiden, ich bin mit dieser Situation nicht zufrieden. Чтобы она приняла решение, что она не согласна с этой ситуацией сейчас. Ich möchte was machen. Я хочу что-то сделать. Und ich möchte ein, wie gesagt, mit dem ersten Beispiel starten. Я хотел бы с одним примером. Es geht um den Erweckungsprediger. Das ist ein, ja, oder ein Prediger. Речь идет об одном проповеднике. Der heißt Rez Howells. Ну, его так зовут. Genau. Und wisst ihr, er baute vor dem Zweiten Weltkrieg. И он до Первой мировой войны построил. Eine Bibelschule in Wales. Das ist Richtung England. Он построил библейскую школу. Und wisst ihr, als Hitler anfing halt mehr und mehr Macht zu haben. И когда Гитлер начал больше власти иметь. Ja, so wurde auch dadurch natürlich auch das Evangelium eingeschränkt. И также при этом невозможно было распространять Евангелие. Wisst ihr, was hat er gemacht? Знаете, что он сделал? Weißt du, der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen. Дух Святой к этому человеку проговорил. Und dass er aktiv werden muss. Он сказал ему, ты должен быть активным. Weißt du, in dieser, die waren einfach mit der Situation nicht einverstanden. Die waren mit dieser Situation nicht einverstanden. Не были согласны с этой ситуацией, которая в мире была. Weißt du, die haben gemeinsam mit den Mitarbeitern und mit den Studenten in diesem College.
И они все вместе с этими соработниками и студентами с этого колледжа. Haben die angefangen, so wie wir, um 19 Uhr angefangen zu beten? И они начали, как и мы, в 19:00 молиться. Doch die haben von 19 Uhr bis Mitternacht haben die gebetet. Но они молились, конечно, дольше, они до полуночи молились. Und wisst ihr, dieses Gebet, das war zusätzlich zu einem Gebet, was sie morgens und mittags noch gemacht haben. И эта молитва, она была не единственная, они молились еще утром и вечером. Wisst ihr, an schlimmen Tagen, da haben die auch sogar gefastet. И когда такие сложные дни были, они постились также. Gebetet den ganzen Tag. Молились весь день. Aber sogar auch ab und zu die Nacht durch. И также всю ночь даже промаливали. Wisst ihr, als der Höhepunkt des Krieges war, и когда самый разгар войны был, da beteten die konkret vier Gebete. Da haben die konkret für vier Punkte gebetet. И они тогда молились за четыре пункта. Der erste Punkt war, первое было, Hitler sollte Großbritannien, also jetzt England, nicht erobern. Чтобы Гитлер не достал Großбританию. Der zweite Punkt war, Nazi-Deutschland sollte nicht mit voller Macht Ägypten angreifen und Alexandria erobern. И второе, чтобы они, нацисты, не достигли Египта. И Александрия. И Александрия. Hitler sollte es nicht gelingen, Moskau zu erobern. И Гитлеру невозможно должно быть достичь Москвы. Сталинград sollte nicht in die Hände von Hitler fallen. И Сталинград не должен достаться Гитлеру. Das sind natürlich sehr starke Gebete. Это, конечно, такие сильные молитвы были. Wisst ihr, später, als der Krieg dann zu Ende war, знаете, позже, когда война закончилась, wisst ihr, da hat einer, ein Journalist hat veröffentlicht. И один журналист, он написал. Und das, ich denke mal, das war das Titelblatt, stand, das waren die größten Fehler von Hitler. И там написано было, какие самые большие ошибки Гитлер допустил. Wisst ihr, und unten wurde berichtet über Punkte. И снизу писалось это все. Что именно? Und wisst ihr, der erste Punkt war natürlich, и первое, что там написано было, Hitler war es nicht möglich, Großbritannien einzuholen. Там стояло, что Гитлеру было невозможно постичь Великобританию. Und wisst ihr, und die Geschichte lehrt uns einfach, dass Großbritannien nicht an die Nazis fiel. И эта история нам показывает, что она не попала в руки, это Великобритания не попала в руки Гитлера. Und wisst ihr, da hat einer das ganz gut nachgeforscht. И кто-то исследовал это все. Und wisst ihr, die haben gesagt, das hätte Deutschland 5 Minuten länger ausgehalten, Großbritannien zu bombardieren. И там стояло, что если бы Германия 5 минут больше завоевывала Великобританию, wäre es wohl möglich, dass vielleicht Großbritannien verloren hätte. То было бы возможно, наверняка, что Великобритания бы сдалась. Und hier seht ihr, dass Gott wieder eingegriffen hat. И мы видим, что опять здесь Господь вмешался. Der zweite Punkt war, Ägypten wurde nicht komplett angegriffen und Alexandria wurde nicht eingenommen. И второе, что Египет не полностью постигли, и Александрия вообще не коснулась. Und der dritte Punkt war ja natürlich, Hitler hatte seine Position nicht genutzt, um Moskau einzunehmen und zu stürzen. И Гитлер не взял эту позицию и не смог завоевать Москву. Und der letzte Punkt war natürlich, dass Stalingrad, es war seine bitterste Niederlage. И последнее, что Сталинград, это было как поражение его. Genau. Es war seine Niederlage halt. Это было его поражение. Wie ihr seht, diese Leute, die haben sich nicht mit diesem Schreiber abgesprochen. И как вы видите, и там писалось, что они друг с другом не обговаривались. Seht ihr einfach, das ist diese geistliche reale Welt. Это духовная реальная жизнь. Gott hat einfach diese Gebete erhört. Господь просто услышал эти молитвы. Wisst ihr, dieses Schreien und Flehen hat der Herr erhört. Эти крики и молитвы людей Господь услышал. Ich denke mal, dass diese Gebete voller Emotionen waren. Я верю, что эти молитвы полностью наполнены были эмоциями. Wisst ihr, und wenn wir beten, вы знаете, когда мы молимся, wisst ihr, dann bewegen sich die Engel in der unsichtbaren Welt. Тогда ангелы начинают двигаться в невидимом мире. Wisst ihr, das sehen wir auch zum Beispiel bei Daniel.
Это мы видим также в Дании. Babylon betete. Когда он в Вавилоне молился. Все dann bewegten sich die Engel in der unsichtbaren Welt. Тогда ангелы двигались в невидимом мире. Das können wir auch gemeinsam gerne nachlesen. Das ist in Daniel 29, Vers. Daniel 9, 23. Это Daniel 9, 23. Dort steht geschrieben: Als du anfängst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein viergeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Когда ты начал свою молитву, было дано повеление, и я пришел, чтобы возвестить его тебе. Бог очень любит тебя. Ты поймешь это повеление и уразумеешь видение. Also, wenn du ein Gebet sprichst, видишь, когда ты молишься, Gott wirkt direkt. Господь сразу начинает действовать. Was, wie gesagt, erfüllt das halt zu seiner Zeit, zu der richtigen Zeit. И он все делает по своему правильному времени. Aber er nimmt dein Gebet an. Но он принимает твою молитву. Und wisst ihr, wie gesagt, der Erweckung, dieser Erweckungsprediger, er hatte nur noch ein letztes Gebet. И у этого проповедника еще была последняя молитва. Mit seinem Partner. С его партнерами. Yeah. Sie beteten für den Westfront, also den Westteil. Они молились за за западную сторону. Und wisst ihr, das war ein monatelanges Ringen wieder. Die haben gebetet, gefastet. И эту молитву они вели сколько-то месяцев. Они молились и постились, они боролись. Es ging Frankreich, halt im Westen, dort in der Normandie war das. И они молились за Францию. Und wisst ihr, und Gott hat seine Antwort gegeben. Вы знаете, Господь дал свой ответ. Wisst ihr, er hat zu ihnen klardeutig gesprochen, он ясно к ним проговорил, dass er vor den Truppen gehen wird. Что именно он будет идти перед войском. Und sie werden siegreich sein. И они будут победоносны. Wisst ihr, ich muss mir dieses Bild vorstellen, dass Soldaten gehen und vor ihnen geht Jesus oder Engel so. Я просто представил себе, как солдаты идут, войска, а Иисус перед ними. Das ist einfach so. Das war eine unfassbare Aktion einfach, was Gott eingeleitet hat. Das war am 6. Juli 1944. Это то, что Господь повел 6 июня. 9. Juni 1944. 44 года. Wisst ihr, das war die größte Wasserlandaktion der Geschichte. Это самая большая было сражение на воде и на суше. In Frankreich Küste war das. Это было на береге Франции. Und wisst ihr, dort waren in der Nacht 175.000 Soldaten. И в ту ночь было 175.000 солдат. 5.000 Schiffe. 5.000 кораблей. 11.000 Flieger. 11.000 самолета. Mit denen die halt transportiert wurden. Которые для транспортации были. Und das war genau dieser Hoffnungspunkt im Kampf gegen Hitler. И это как раз была такая надежда против победить против Гитлера. Wisst ihr, was das Erstaunliche war? Вы знаете, что самое интересное? Dem, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt waren die ja immer noch so stark Nazi-Deutschland. В то время нацисты не так сильны были. Viele dachten, dass diese Aktion niemals zustande kommen wird. И очень многие думали, что то, что они делали, это не получится. Ich möchte dir einfach nur erläutern, dass es nicht einfach so einfach ist, mit so vielen Soldaten an die Küste zu kommen. И я просто хочу сказать, что с таким числом солдатов множество не так легко было попасть на то место. Weißt du, auch hier hat Gott wieder eingegriffen. И здесь опять же Господь вмешался. Weißt du, das Erstaunlichste ist. Что самое интересное? Was genau zu diesem Zeitpunkt, wo die ganzen Soldaten kamen? Что в это время, когда все эти солдаты туда пришли? Dass es die einzigste Nacht war, wo kein U-Boot von den Nazis war. Это единственная ночь была, где от врага подводная лодка там проходила. Und es geschah natürlich, die haben es erobert. И они завоевали, так и было. Das war so ein starkes Gebet natürlich zum Schluss.
Это такая молитва была сильная от них. Ich denke mal, dass diese Gebetsgruppe viele Wunder getan hat. И я думаю, через эту группу очень много чудес произошло. Und wisst ihr, viele halten das natürlich für ein unfassbares Wunder. И очень многие держат это как какое-то чудо. Aber wisst ihr, die Bibel, die lehrt uns, dass auch wir es können. Но Библия нас учит, что мы это тоже можем. Wir sehen Josua, der befohlen hat, dass die Sonne stillstehen sollte. Это как Иосуа, который повелел, чтобы солнце остановилось. Oder wie der Engel des Herrn. Или как ангел Бога. Ja, er hat 185.000 Soldaten in einer Nacht hat er getötet. Он 185.000 солдат убил. Das war von Assyrien. Это с Сирии. Die waren gegen Gott. Они были против Бога. Und dieser Kampf, den man gesehen, einfach als Scheitern gesehen hat, haben trotzdem gewonnen. Это сражение, которое думали проиграет, они выиграли, победили. Wie gesagt, Gott ändert sich nicht. Wie, как я уже говорил, что Господь, он не меняется. Er tut auch die Wunder heute. И он также сегодня эти чудеса делает. Die Frage ist, was wir uns stellen müssen, liebe Geschwister. И вопрос, который мы должны себе задать, братья и сестры. Sind wir bereit, mehr bei dem Herrn zu bitten? Мы готовы просить у Бога больше. Wisst ihr, wir können den Herrn über alles bitten. Мы можем Бога о всем просить. Der wird es uns geben. И Он даст нам. Wir müssen nur im Gebet mehr stehen. Мы должны просто больше в молитве быть. Und wissen, dass wir diesen Einfluss haben. И должны знать, что у нас влияние это есть. Ситуацию zu verändern. Чтобы менять ситуации. Und wie ich schon bereits erwähnt habe, wir haben ja eine Gebetsgruppe schon. И как уже говорил я, что у нас есть молитвенная группа. Ja, wie dieser Prediger. Как и этого проповедника. Ich ermutige dich natürlich dort bei einzutreten. Я ободряю тебя, чтобы ты также туда входил. Oder such dir eine Gebetsgruppe. Или искал, с кем ты будешь молиться, группу. Oder entwickle eine, selber. Или создай, может, сам вот такую группу. Wisst ihr, ich möchte gerne mit euch noch einen Vers lesen. Я хочу прочитать с вами место Писания. Aus Matthäus, Kapitel 18, 19. Это Матфея 18:19. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinem Vater im Himmel etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. И еще скажу вам, что если двое из вас на земле договорятся, и оба будут молиться об этом, то это будет исполнено для них моим небесным Отцом. Möchte dich einfach nur ermutigen, dass du der sozusagen Armee Jesus Christus beitrittst. Я хочу тебя ободрить, чтобы ты вступил в эту армию Иисуса Христа. Dass du nicht nur einfach dazugehörst, sondern dass du aktiv bist. Чтобы ты не просто числился, но чтобы ты именно активным был. Ist jetzt vor allem zu dieser Zeit, wo viel Negatives ist. Именно сейчас в это время, где очень много негативного в мире. Dass wir den Menschen Hoffnung geben. Чтобы мы людям надежду давали. Dass wir ihnen erzählen, dass du diese Situation nicht durchmachen musst. Wir können dir dabei helfen. Чтобы мы людям говорили, что ты не должен проходить эти ситуации сам, что мы можем помочь. Ich komme jetzt zum Schluss und ich möchte, dass du noch ein Zeugnis oder so eine wahre Begebenheit von mir hörst. Я подхожу уже к концу и хочу еще рассказать одну историю, которая была. Ich habe die letzte Woche im Büro gehört und mich hat das so ermutigt. Я ее слушал на той неделе на работе в бюро и мне это так ободрило. Dass ich das Recht habe, Situationen zu verändern, wenn ich damit nicht einverstanden bin. Что если я с какой-то ситуацией не согласен, что у меня есть право стоять против этого. Wisst ihr, es geht um eine kleine Gemeinde in England, war das. Речь идет о одной церкви в Англии. Wisst ihr, die haben auch so also an der Küste gewohnt, dort, wo auch schon so ein Abriss war, ging zum Meer. И эти люди с этой церкви, да, они жили где-то на побережье. Und wisst ihr, und genau diese Klippe. Weißt du, was ein Klippe ist? Skala. И там, где скалы были. Wisst ihr, das war der Suizidpunkt Nummer 1 in Großbritannien. И вы знаете, с этих скал очень много людей прыгало, которые хотели свою жизнь покончить.
Es waren schon über 500 Menschen, die dort ihr Leben ließen. И это такое место, где уже 500 человек забрали себе так жизнь именно с того места. Wisst ihr, die Gemeinde, die hat gesagt, wir sind damit nicht einverstanden. И тогда церковь сказала, мы не согласны с этим. Wir wollen aktiv werden. Мы хотим быть активными. Sie haben angefangen, sehr stark dafür intensiv zu beten. И они активно, интенсивно начали молиться против этой ситуации. Sie haben extra sich so abgesprochen, dass immer wieder dort ihre Leute an dieser Küste da vorbeigehen. И они так обговорили, что именно их люди всегда по этому побережью ходили. Dass sie dort mit Leuten sprechen, evangelisieren. Чтобы они там стояли и разговаривали с людьми и евангелизировали. Und hier, auch hier hat Gott sein Wirken gezeigt. И также и здесь Господь показал свои действия. Wisst ihr, die Sterberate ist um 70% ist sie gefallen. На 70% понизилось самоубивание, да? Yeah. Что люди на 70% уже меньше было самоубийства. Wisst ihr, die konnten sogar in dem Moment, wo die da vorbeigingen und einer stand schon am Abriff, der wollte springen, konnten die ihn beeinflussen und er hat sich sogar noch bekehrt. Знаете, когда они там были и кто-то хотел спрыгнуть, они начали разговаривать, и Господь свое влияние просто вмешался, и люди просто отходили от этого. Und wisst ihr, oft reicht nur ein kleiner Satz oder kleines Wort, was wir den Menschen nur sagen, was sie berühren kann. Знаете, бывает, хватает всего лишь только маленькое предложение, которое от Бога, и оно может людей коснуться сильно. Die haben einfach nur gesagt, dass Gott hat mehr für dich, anstatt du jetzt planst. Они просто говорили, что Господь для тебя больше приготовил, чем ты хочешь это сделать. Wisst ihr, Gott sucht Gefäße, die er nutzen kann. И Господь ищет сосуды, через которые он может действовать. Wisst ihr, zum Schluss hat er so einen Satz gesagt, und ich möchte dich damit ermutigen. И в конец он сказал кое-что, я хочу тебя этим ободрить. Wisst ihr, wenn du den Verlangen hast zum geistlichen Wachstum, если у тебя жажда есть духовно расти, wenn du mit deiner aktuellen Situation nicht zufrieden bist, если с этой актуальной ситуацией, которая у тебя сейчас есть, не в одном, не за это, wisst ihr, es ist nicht die Wichtigkeit, was Großes zu tun. Не важно что-то огромное делать. Es ist, das Wichtigste ist, sich verfügbar zu machen. Самое главное, предоставить себя Богу. Und der Herr wird den Rest tun. И Господь будет уже все остальное делать. Wir müssen nicht um das Plan, dass wir Menschenschaden erreichen werden, sondern der Herr wird es durch uns machen. Нам не надо что-то планировать, чтобы достичь огромное число людей. Именно Господь это будет делать. Deswegen, wir konzentrieren uns auch nicht mehr auf die Menge, wie viele Leute da sind in der Gemeinde, wer kommt, wer nicht. Поэтому мы не концентрируемся, сколько людей в церкви, кто пришел, кто не пришел. Wir beeinflussen einfach die geistliche Welt und der Herr macht den Rest. Мы просто начинаем влиять на духовный мир, а Господь делает уже все остальное. Ich möchte, zum Schluss möchte ich dir einen Vers einfach mitgeben. И под конец я еще одно местописание хочу прочитать. Können wir gerne gemeinsam lesen, das ist вместе прочитать. 1. Timotheus 6, Vers 12. Это 1. Тимофея 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erinnere das ewige Leben. Dazu hat dich Gott berufen. Und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Праведно борись за веру, держись жизни вечной, которой был призван ты, когда исповедал Христос в присутствии многих свидетелей. Ты призван Богом. Ты не просто здесь, здесь в церкви, на этом мире, Господь имеет план для тебя. И Он ценит тебя сильно. И ты также должен себя ценить. Dass du einfach dich liebst. Wie du bist. Чтобы ты себя любил, какой ты есть. Weil Gott liebt dich so, wie du bist. Потому что Господь тебя любит, какой ты есть. Er nimmt dich so an, wie du bist. Он принимает тебя такой, какой ты есть. Аминь. Möchte, dass wir zum Schluss aufstehen. Давайте встанем. Ich möchte einfach beten für euch. Хочу помолиться за вас.
unser himmlischer Vater, Herr. Ich danke dir für das Wort, was du gegeben hast. Ich danke dir, himmlischer Vater, für jeden, der heute hier erschienen ist. Ich danke dir für Jesus, jeden, der auch online danach schauen wird, Herr, auch jetzt schaut, Herr. Ich danke dir, Jesus Christus, für das, dass du lebendig bist, dass du so viel vor allem in meinem Leben getan hast, aber auch in jedem Leben von jedem anderen, Herr. Ich danke dir, dass du aktiv bist, Herr, dass du produktiv bist, dass du immer für uns da bist, Herr Jesus Christus, Herr. Und ich segne, Herr, unsere Gemeinde, Herr, jeden Menschen, himmlischer Vater, dass wir vom Nachfolgen, Herr, in die Jüngerschaft gehen, Herr, dass wir aktiv und produktiv sind, Herr. Und du siehst jedes Menschenherz jetzt hier, Herr, insbesondere auch meins, Herr, dass wir wachsen wollen, Herr. Wir wollen noch mehr für dich tun, himmlischer Vater, Herr. Der Apostel Paulus gesagt hat, es gibt keine Grenze, ich möchte weit hinausgehen, Herr. Wir dürfen, Herr Jesus Christus, wir setzen uns jetzt keine Grenzen, Herr. Ich breche jegliche Grenzen, Herr Jesus Christus, die wir uns setzen, Herr. Sondern wir lassen uns vollkommen nach deinem Willen, Herr, füllen und leiten. Im Namen Jesu Christi, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jedem, Herr Jesus Christus, jetzt zeigst, Herr, wie du ihn gebrauchen möchtest, Herr. Ich verkündige die Verfügbarkeit, Herr, dass wir uns dir darstellen, Herr, und du durch uns nutzen kannst, Herr. Wir als Gefäße, Herr, wo du hineinfüllen kannst und wir es ausgießen, himmlischer Vater. Ich verkündige Jesus Christus, dass wir aus Freiwilligkeit und Freude evangelisieren, Menschen von dir erzählen, Herr. Und ich danke dir jetzt schon für diese Situationen, die du schicken wirst, Herr. Sei es auf der Arbeit, im privaten Umfeld, Herr, überall, wo wir sind, Herr Jesus Christus, dass wir ein Licht sind und dass wir, himmlischer Vater, produktiv und aktiv sind für dich, Herr. Denn wir versuchen einfach nicht, die Menschen Jesus Christus mit irgendwas zu überzeugen, sondern wir erzählen ihnen das, was du mit uns, Jesus, gemacht hast und wie du unser Leben verändert hast. Herr, und ich segne jeden, himmlischer Vater, dass dieser Verlangen aufkommt, dir noch mehr zu dienen, Herr. Und ich danke dir, dass du jetzt schon erhörst, Herr, dass du dort jetzt schon hörst. Du zeigst, himmlischer Vater, dass wir richtige Entscheidungen treffen, Herr. Herr, überlegte Entscheidungen, Herr, wie wir noch mehr für dich tun können, Herr, und du wirst uns dadurch belohnen, Herr, und ich danke dir dafür, Herr, für alle deine Väterlichkeit, für deine Liebe zu uns, Herr, ich danke dir für alles, für diese Gemeinde, Herr, himmlischer Vater, Halleluja, Herr, wir danken dir für alles, im Namen des Herrn Jesu, Amen. Amen. Seid gesegnet. Amen.